Herzlich willkommen hier in Gelsenkirchen von MMA aus München, Sebastian Stallinger. Aus Duisburg, herzlich willkommen, Stefan Heger. You both know the rules, listen to my commands. Protect yourself at all times, make it a good match. Shake hands if you want, step back to your corners. Ja, kann zur Sache gehen, im Leichtgewicht. Das sah in der Tat gut aus, geriet ein bisschen in Bedrängnis und hat das Ding dann hinterher doch noch geholt. Und die große Frage heute wird ja sein, wie im Vorfeld schon erwähnt, Stallinger steht jetzt an gleicher Stelle wie Heger damals. Gibt es ja ein Debüt, erste Mal richtig große Bühne hier. Mal schauen, wie er mit diesem Druck umgeht. Was denn Stallinger, der längere, größere Mann? Heger steht am Cage, bewegt sich aber gut. Gut quittiert, schöne Linke von Heger. Und nochmal ein Lowkick hinterher. Man sieht auch, Stallinger will losschwingen. Also wenn er in einer Nahdistanz ist, dann lässt er die Fäuste fliegen. Betreibt seit seiner Jugend Kampfsport, wurde von einem Schulfreund zum Probetraining mitgenommen. Erster MMA-Profikampf im Februar bei GMC. Für mich damals vielleicht sogar Fight of the Night. Mal sehen, ob das heute wieder gelingt. Sehr aufmerksam bislang schauen, was die Gegner so tun. Ein kleiner Trip von der Rechte, angeklingelt Heger. Da hat er erstmal auf die Matte gestarrt. Sah wirklich so aus, als ob er kurz sich hier wieder zurecht orientieren musste, wo er gerade ist. Da scheint ein bisschen mehr Power drin zu sein. Sieht fast schon so aus, als ob er aus einer anderen Gewichtsklasse runterkommt. Ein Elbow beim Lösen von Heger. Der Stallinger als Amateur schon aktiv gewesen bei GMC. Immer wieder ein guter Bodykick von Stallinger, hat er jetzt zweimal gebracht. Sieht auf jeden Fall mobil aus. Man merkt nicht, dass er irgendwie noch angeklingelt ist oder ähnliches. Von zuvor bewegt sich hier, zirkelt raus. Man muss aber aufpassen, zirkelt immer zur rechten Seite von Stallinger und da hat er die Power in seiner rechten. So, geht in den Schlagkraft hinein und ein guter Kick Richtung Körper von Stallinger. Den Stefan Heger hier einstecken musste. Schöne Jabs von Stallinger, schön steif durch die Mitte, da ist kein Fett dran, die sind super sauber und präzise. Der Heger muss aufpassen, er geht immer wieder mit dieser linken nach vorne, so ein halber Jab, sage ich mal, lässt dann kurz seine Beine da stehen und dann ist alles offen für einen Konter über rechts außen, also die Powerhand von Stallinger. Auf ein Konto einzahlen und dieses Konto wird irgendwann Rendite liefern, wenn es so weitergeht. Schöne Rechte von Stallinger, der konditionell gut aussieht, der viel unterwegs ist. Was mir gut gefällt bei Heger sind die Calf-Kicks zur linken Wade von Stallinger. Ist auch ordentlich gefärbt mittlerweile. Position sichern bzw. den Gegner gegebenenfalls drehen, die letzten Sekunden laufen und Heger mit dem Takedown und dem Ground and Pound. Judo-Hüftwurf hervorragend gemacht und jetzt feuert er los, bis der Referee sagt Stopp. Oh, schöne Kombination, abgeschlossen mit dem Kick. Das erinnert schon so ein bisschen an die alte Kickbox-Schule aus den Niederlanden. Und dann bist du einfach nur noch der halbe Kämpfer, der du vorher warst. Diesen Punkt muss Stallinger vermeiden. Kämpfen ist natürlich unmöglich in diesem Sport. Schaut mal die linke Wade an, den äußeren linken Oberschenkel von Stallinger. Richtig hoch. Um Gottes Willen, also in diesem Fall hebt das Bein ja auch schon, man merkt, er hat damit zu kämpfen. Wir haben es jetzt zweimal gesehen, dass er die erste Runde abgibt und dann schon richtig in der zweiten auftritt. Er ist wenig emotional in diesen Kämpfen und er findet immer Mittel und Wege, um solche Duelle auch. Heger stalkt ihn regelrecht, hämmert jetzt selbst zurück. Calf Kick. Unbarmherzig, Stefan Heger. Jetzt mit dem High Kick in seinem Fahrwasser. Hat jetzt sein Tempo gefunden. Peitscht sich selbst trotzdem nach vorne. Mal zum Körper von Heger. Letzten 10 Sekunden laufen in Runde 2. Schöner Kampf, hohes Tempo. Beide versuchen hier den Stempel aufzudrücken. Das wird eine tolle dritte Runde. Bislang verkauft sich gut, hat auch ein riesiges Kämpferherz, Nehmerqualitäten unter Beweis gestellt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich mutmaße, das sind bestimmt schon 30, 40 Dinger, die er da aufs Bein gekriegt hat. Trägt einen Ansatz. Heger drückt. Hat aufgepasst. Hat er gut gelesen. Das Timing schön gesucht und er rupft ihn hoch und holt sich den Takedown. Der war wichtig. Ja, man merkt, beide haben natürlich viel Kraft gelassen in diesem Duell. Die letzten 20 Sekunden laufen. Frontleg Sidekick von Stefan Heger, der aus dem Kickboxen kommt. Spin Kick ganz knapp verfehlt.
Letzten 10 Sekunden laufen. Wer feuert hier noch was ab? Oh, Iminari Roll von Stefan Häger. Aber geblockt von Stallinger und Triangle-Ansatz. Zu spät. Schön gemacht. Hat auf die Uhr geschaut sozusagen und hat gesagt, okay, das riskiere ich jetzt nochmal schnell. Cam. Nochmal Applaus für die beiden Fighter, meine Damen und Herren. Dankeschön. Wir meinen Sieger mit 2:1 Richterstimmen. Sieger in diesem Kampf, die Rotecke Stefan Häger.